Moin, Servus und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Nordreich YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und heute dreht sich es wieder um ein weiteres Testboard, um das Nash Motion aus dem Modell 23 in der Größe 1.38, 41.5, Abteilung Freewild Freestyle. Wo haben wir getestet? Ja, für alle, die schon länger dabei sind, wissen, wir waren mit unserer Desk-Crew, die ist, ja, ich selber seit fast 20 Jahren fürs Kite-Magazin teste, hier in Brasilien unterwegs. Gleichzeitig waren auch unsere Kite-College-Gäste mit an Bord, die auch immer wieder alle Boards und alle Kites fahren konnten, durften und wir natürlich auch deren Feedback einfließen konnten. Unsere Tester sind vom Fahrniveau her, vom Freestyle-Nerd bis zum Big Air, alles dabei, und zwar von 60 Kilo bis 110 Kilogramm. Ja, das Nash Motion, machen wir mal wieder den Faktencheck. Was gibt's Neues? Ja, das Nash Motion ist bei Nash eins der meistverkauften Boards nach eigenen Angaben. Und für uns, ja, es gibt flexiblere Tipps dieses Jahr. Das Board wird gebaut mit einem klassischen Paulownia Holzkern. Wir haben unten beim Unterwasserschiff, wenn wir da hinschauen, haben wir eine Konkave drin, die, ja, die für die Geschwindigkeit zuständig ist. Ja, bei Nash finden wir 5 cm XF Finnen, also IXAF Finnen. 5 cm ist recht lang, aber die stören nicht bei dem Board. Und was das Besondere ist bei Nash, die Insets sind auf einer Linie, das heißt, ich kann es einfach mal kurz umdrehen, wenn eine Kante angenommen, kann ich meine Pads drehen und kann die andere Kante benutzen. Das heißt, Langlebigkeit ist garantiert. Das Nash Motion ist nicht das leichteste Board und ja, ist ein klassisches Freewild Board, und das schauen wir uns jetzt mal an in der Fahrleistung. Ja, wie ist das Motion denn am Wasser? Das Motion hat relativ breite Tipps noch und deutet schon mal so Richtung Freestyle hin. Und wir haben auch eine Besonderheit, wir haben relativ viel Rocker, aber auch relativ lange Finnen. Es ist ja eine Kombination, die man schon mal von Yvonne auch kennt oder aus der Vergangenheit schon kennt. Aber wie wirkt sich das jetzt aus beim Motion von Nash? Und ich muss sagen, mir persönlich hat das Board sehr gut gefallen, weil es meinen Fahreigenschaften am nächsten gekommen ist. Ich bin nicht der Schwerste. Das heißt, das Board ist relativ weich. War aber für mich relativ präzise zu springen, relativ präzise zu fahren. Ist sehr lose abgestimmt, das heißt, ich musste es halt relativ aktiv durch einen Turn führen. Konnte aber für mich, weil ich solche Boards gewohnt bin, sehr simpel springen auch. Ja, weil ich es gewohnt bin, Boards, Freestyle-Boards zu fahren, die übers vordere Bein etwas stärker geführt werden müssen. Und es ist kein reinrassiges Freestyle-Board, wo einfach draufstehen, Gewicht nach hinten, vorderes Bein lang machen. Das ist es nicht. Es erfordert schon, ähnlich wie das Airrush, Apex auch etwas mehr Stance, Freestyle-Stance, etwas mittigere Fahrposition, ja, und in meiner Gewichtskategorie war es auch relativ entspannt, alles abzurufen. Unsere schweren Tester haben alle ein bisschen gejammert, dass sie das sehr präzise fahren müssen. Für mich war das ja intuitiv sehr, sehr gut abgestimmt. Und was für mich auch gut war, natürlich, wenn man jetzt anhockt unterwegs war und immer wieder sehr viel Höhe verliert, dass es sehr simpel zum Höhelaufen geht. Ich konnte es ohne großen Kraftaufwand recht mühelos eben nach Luft bewegen wieder, um den nächsten Sprung wieder anzusetzen. Das heißt, für mich war das Board sehr spielerisch zu fahren, aber das liegt auch, und das muss ich ganz klar sagen, weil ich gewohnt bin, Freestyle-Boards zu fahren. Für alle, die jetzt im Freestyle noch nicht so zu Hause sind, die müssten sich jetzt hier mit der Fahrposition etwas umstellen, denn es bedarf schon, dass das vordere Bein mehr führt. Das heißt, wir brauchen eine zentralere Position am Board. Das klassische hinten reinstellen und übers hintere Bein abspringen funktioniert da eher nicht, weil da immer wieder, trotz der 5 cm Finnen, immer wieder das Tail einfach rausrutscht. Das heißt, ich muss das Board über die Kante springen. Wenn ich das gewohnt bin oder das erlernen möchte, ist das auf alle Fälle ein Board, wo man das mal eben auch angehen kann. Bei der Landung, ja, bei der Landung ist es mit Sicherheit, es ist nicht richtig hart, aber es ist auch nicht richtig weich. Es liegt so im mittleren Segment drin. Es gibt auf alle Fälle Boards, die im Anhook-Bereich dann oder auch bei Hooked schon etwas sanfter sind beim Aufsetzen, wo es nicht so hart klatscht. Und es ist aber auch noch nicht so, dass es schmerzhaft ist oder dass man Angst haben muss vor der Landung. Das ist auf keinen Fall. Das Board kann ich mir auch gut vorstellen, mit Boots zu fahren. Und das Board ist auch ganz gut gewesen für mich, wenn es mir richtig gehackt hat, weil ich das dann einfach, musste ich einfach mit mehr Gefühl springen. Ich durfte das nicht so hart zum Beispiel wie ein Keime reintreten, sondern ich konnte das, musste das mit etwas Gefühl springen, aber bin mit einem guten Pop und einer soliden Höhe für einen Pass oder ähnliches dann eben belohnt worden.
Für mich ja ein sportliches Board, das auf alle Fälle den Freestyle-orientierten Fahrer sucht. Und für alle, die heute eher übers vordere Bein fahren wollen, ist das auf alle Fälle ein Board, das einfach etwas looser abgestimmt ist, was aber trotzdem noch ein guter Kompromiss zwischen Freeride und Freestyle ist und schon weiter Richtung Freestyle geht, aber halt deutlich einfacher zu fahren ist als ein reines Freestyle-Board. Ja, das war mein Fazit zum Motion von Nash. Wenn euch das gefallen hat, ja, gerne kommentieren, gerne verbreiten und natürlich auch gerne liken. Aber wenn ihr den ganzen Test einmal gesammelt, inklusive unserer Testnoten haben wollt, besorgt euch das Abo, besorgt euch die Kite online oder am Kiosk und wir sehen uns dann irgendwann auf der Welt, mit Sicherheit in Norddeich und am Wasser. Ciao, Servus, euer Michi.